Ja, veranstalten hier auf Mallorca das Build Power Race Trainingscamp. Des Weiteren machen wir das Cologne Triathlon Weekend, ein Top 10 Event weltweit, und den Dresden City Triathlon, um die wichtigsten mal zu nennen. Also wir haben die verschiedensten Teilnehmer hier. Sie kommen aus Hamburg, sie kommen aus Köln, sie kommen aus Dresden, sie kommen aus Frankfurt und noch weiteren Orten. Sie erwarten hier viel Spaß, vor allen Dingen in dem Trainingslager, aber sie wollen sich auch verbessern in den Teildisziplinen, Rad, Schwimmen, Laufen. Und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß miteinander haben. Und das ist doch letztendlich wichtig. Wir freuen uns drauf. Ich nehme teil, weil ich einfach eine Menge Spaß haben möchte, viel Kuchen essen und ganz nebenbei auch noch ein paar Radkilometer in die Beine kriegen möchte. Ich bin hier, weil ich meine Radleistung verbessern möchte und weil ich eine schöne Zeit mit meinen Freunden verbringen will. Ich nehme teil, weil ich eine Woche unter schönem Wetter mit Freunden einfach Spaß haben am Triathlon, am Sport allgemein. Viele neue Leute kennenlernen, alte Bekannte treffen. Es macht unheimlich viel Spaß. Es ist einfach toll. Also heute Morgen beim Schwimmen ist vor allen Dingen wichtig, dass wir ein paar Programme schwimmen. Das heißt, wir schwimmen ein, wir machen Techniktraining. Also im Build Power Race Camp ist Rennfahren die vorbestimmte Einheit letztendlich. Die ganzen Trainingslager auf Mallorca oder auch woanders sind immer radlastig. Gerade im Frühjahr muss man ein paar Kilometer reinholen. Und das macht man hier sehr schön auf Mallorca eben halt, ob das Rennrad ist. Andere bringen ihr Zeitfahrrad sogar mit. Und ja, da werden schon ein paar Kilometer, so zwischen 50, aber auch mal 150 oder mehr Kilometer am Tag abgespult. Jeder mitmachen letztendlich, ist vor allen Dingen ein Basistrainingslager für Anfänger, für Hobby-Triathleten, Freizeit-Triathleten. Es sind aber auch ein paar Pros dabei, beziehungsweise ein paar ambitionierte Sportler. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, sagen wir, Anfänger, wo würdest du empfehlen, zu starten? Gut, Anfänger, wir sind im Trainingslager auf Mallorca hier, keine Pickerfort, Anfänger, fortgeschrittene Profis. Wenn du eher ja, Anfänger bist, würde ich sagen, sollte man auch lieber so eine Bahn hier nehmen. Wir können die Promenade 2,5 Kilometer hin, 2,5 zurück circa laufen. Da hast du auch keine Probleme, wenn du gute Schuhe hast, mit der Stabilisation.